Diese drei Sternzeichen sind alte Seelen. Weise, gelassen und immer mit dem perfekten Rat. Wer alte Seelen in seinem Freundeskreis hat, hat immer eine Stütze im Leben. Diese drei Sternzeichen haben tendenziell alte Seelen. Steinbock. Steinböcke punkten mit ihrer Kraft und Standhaftigkeit. Einen Steinbock wirft so leicht nichts aus der Bahn. Das hat auf andere oft den Anschein, dass der Steinbock schon alles durchgemacht hat und auch die schlimmsten Krisen leicht bewältigen kann. Unterstützend dazu ist die Wissbegierde der Steinböcke. Sei es Fachwissen oder Erlebnisse der besten Freundinnen. Steinböcke saugen Wissen und Informationen auf wie Schwämme und setzen es dann gern im Alltag ein. Die Tatsache, dass sie dieses Wissen nur allzu gerne mit anderen teilen, verursacht, dass andere sie als weise und lebenserfahren ansehen. Wer Geschichten von diesen Sternzeichen erzählt bekommt, rutscht dadurch schon schnell in eine Vorlesungssituation. Doch wer den Steinbock aufmerksam zuhört, kann einiges von ihm lernen. Wassermann. Wassermänner neigen zu altmodischen Idealen und Wertvorstellungen. Durch ihre sehr direkte Art kann es ihnen dadurch schon schwerfallen, sich an andere anzupassen oder sich den neuesten Trends zu fügen. Gleichzeitig sind Wassermänner aber sehr einfühlsam und gesprächig. Wer sich mit einem Wassermann unterhält, erzählt schon schnell einmal seine gesamte Lebensgeschichte, ohne es wirklich zu bemerken. Einfach, weil sie sich bei dem Tierkreiszeichen so wohlfühlen. Durch diese Eigenschaft sammeln die Wassermänner ein breites Wissen und unterschiedlichste Eindrücke und Erfahrungen zu verschiedensten Themen. Das macht sie zu den besten Ratgebern und Stützen. Gleichzeitig verleiht ihnen diese Weisheit den Anschein einer alten Seele. Fische. Das Tierkreiszeichen Fische gilt als besonders emotional und gefühlsgeleitet. Dementsprechend ausgeprägt ist ihre Intuition. Ihr großer Hang zur Dramatik und emotionalen Erlebnissen verleiht den Fischen oft den Eindruck, einer alten Seele, da ihre Erzählungen und Erfahrungen oft sehr ausgeschmückt sind und vor Lebensweisheiten trotzen. Fische beschäftigen sich auch stark mit dem Erlebten und dem Weltgeschehen allgemein. Dadurch haben sie die Eigenschaft, sehr weise zu sein und große Kontexte leicht zu finden.